Herr Michael, du hast es gesagt, wir haben jetzt zum dritten Mal hier Garage Du und ich glaube, hier in dieser Location, da kann man das besonders merken. Ehrlicherweise, als ich unten reingelaufen bin, habe ich gedacht, eigentlich, ich bin ja sehr häufig hier noch praktisch in dem Kaufhaus gewesen, eigentlich so erstmal so ein beklemmendes Gefühl, ne? Ist leer, helles Licht. Dann bin ich hier hochgekommen und habe mir gedacht, eigentlich, da sind zwar noch so die alten Schilder, aber jetzt ist was los, ne? Die Leute schnacken an den Tischen. Man merkt, Transformation, auch wenn es mit der Ablösung von etwas Altbekanntem ist, kann mit neuem Leben durchaus eigentlich ein schöner und auch gewinnbringender Prozess sein, wenn sich was tut. Und dieses von Altem loslassen und dafür sorgen, dass sich was tut, das ist hier die Aufgabe von Garage Duisburg. Wir sind ziemlich bei Null gestartet. Ja, Duisburg ist eine Stadt, die ist für Schwerindustrie bekannt. Die ist natürlich auch eine Hafenstadt, eine Arbeiterstadt, eine Stahlstadt, aber wir wollen auch eine Gründerstadt sein und wir wollen vor allem auch eine Stadt des Wissens und der Universitäten und Hochschulen sein. Wir sind dieses Jahr jetzt zum ersten Mal dabei, dass wir wirklich aus ganz Europa Bewerbungen bekommen haben. Das waren 128 Stück, die sich bei uns gemeldet haben. Ganz, ganz viele Initiativen, die wir gar nicht angesprochen haben, sondern die wirklich gesagt haben, Mensch, das, was ihr da macht, das finden wir spannend. Nicht, weil es vergleichbare Formate nicht auch in anderen Städten gibt, sondern die Themen, die wir hier bearbeiten, die sind ein Stück weit auch Spiegel unserer, glaube ich, zivilisatorischen Aufgaben. Duisburg ist auf der einen Seite der größte CO2-Emittent der Republik. Das, was hier im Stahl in die Luft geblasen wurde, muss weg, insofern, dass der Stahl bleibt, aber die CO2-Emissionen runterkommen. Eine der größten Aufgaben, nämlich die Dekarbonisierung der Industrie, findet genau da statt, wo 150 Jahre vorher die Industrialisierung letztendlich geboren worden ist. Und dieses Spannungsfeld, dass man eine wichtige Aufgabe hat, die man aber auch tackeln muss, zu Neudeutsch, ich glaube, das versuchen wir hier auch in einen Innovationswettbewerb zu übertragen. Insofern, wir bleiben dabei, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Klimaschutz und es geht darum, durch Innovation und Technologien ein bisschen eine bessere Welt zu schaffen. Und Ihre Nachfrage, aber auch letztendlich die der Startups, hat uns ein Stück weit ermutigt, damit immer weiterzumachen, jetzt zum dritten Mal. Und wir haben über 80 Ausstellerinnen und Aussteller, die gesagt haben, Mensch, ich will hier nicht nur dabei sein und eine Aftershow-Party machen, sondern ich will vor allem auch meine Innovation und meine Produkte vorstellen. Wir wollen also heute mit Ihnen und mit euch einen tollen Abend haben, aber vor allem dabei auch anknüpfen an unsere Strategie, dass wir der Ort der Transformation sind, der nicht nur heißt, loszulassen und etwas Neues zu beginnen, sondern vor allem dabei eben auch viele Chancen zu ergreifen. Letzter Punkt, ich danke ganz besonders dem Team rund um Garage Duisburg. Wahnsinn, was die jedes Mal hier auf die Beine stellen. Ich glaube, das ist nochmal ein Riesenapplaus wert und damit will ich es auch bewenden lassen.